as a calm surrender to the rush of day. In the heat of the roaring world, when we turned away, an enchanted moment, and it sees me through. It's enough for this restless world just to be. Es hüpft auf T-Shirts, Taschen und Postkarten. Es tritt in TV-Serien als Heldin oder Held auf, wie zum Beispiel in Happy, Immer dieses Einhorn oder Twilight, das Einhorn. In Spielzeugläden ist es aus dem Sortiment nicht mehr wegzudenken. Es gibt Regenbogenduschgel, auf dessen Flasche es auf einem Regenbogen entlang reitet. Und auch ein Hersteller veganer und nachhaltiger Verhüterli bedient sich dieses Wesens. Und für Musikliebhaber, Streaming-Plattformen bieten genügend Einhorn-Musik-Playlists. Sie tauchen überall auf. Diese Tiere, die es nicht gibt. Das Einhorn durfte sein Revival feiern und hat seit einiger Zeit Hochkonjunktur. Allerdings weniger als heroisches, weiß glänzendes, stolzes Ross mit Horn,
sondern eher in Form von Einhornponys, etwas pummelig daherkommend, mit einer wild flatternden Regenbogenmähne. Dass dieser Trend aber nicht nur unter den jungen Menschen verbreitet ist, sondern auch die Welt der Erwachsenen längst erreicht hat, zeigt sich nicht zuletzt an den verschiedenen Konfektionsgrößen, in denen man Kleidung mit Einhornprint kaufen kann. Und auch wir sind heute hier, zumindest dem Alter nach, nicht mehr den Kindern zuzuordnen. Und so kann auch dieser Impuls heute ganz und gar unter dem Einhornstern stehen. So kitschig dieses muntere Wesen daherkommen mag, so erstaunlich finde ich, dass es bis Anfang des 20. Jahrhunderts sogar ein durchaus biblisches Wesen war. Es ist natürlich alles eine Frage der Übersetzung. Hören wir dazu ein kurzes Zitat aus dem Buch Hiob. Meinst du, das Einhorn werde dir dienen und werde bleiben an deiner Krippe? Kannst du ihm dein Seil anknüpfen, die Furchen zu machen, dass es hinter dir brache in Tälern? In der Luther-Übersetzung von 1912, und jetzt kommt ein kleiner exegetischer Exkurs, wird das hebräische Wort Re'em, das insgesamt 9-mal in der hebräischen Bibel vorkommt, mit Einhorn übersetzt. Die Elberfelder Übersetzung spricht vom Wildochs, die Einheitsübersetzung vom Wildstier. Martin Luther griff bei seiner Übersetzung auf die Septuaginta zurück, die dafür den griechischen Begriff Monokeros verwendet. Die lateinische Vulgata wiederum übersetzte wörtlich mit Unicornus bzw. Rhinoceros. Und schwupps sind wir beim Einhorn. Der Sache nach sind sich die Übersetzungen übrigens alle einig. Es geht um ein unzähmbares Tier, das groß, gehörnt, ungeeignet als Haustier und so imposant zu sein hat, dass es als ein Symbol großer Macht fungieren kann. Mit dem höchst seltenen, magischen Fabeltier, gekrönt von einer Regenbogenmähne, hat das hebräische Re'em herzlich wenig zu tun. Aber dieses sagenumwobene Tier beschäftigt Menschen schon seit längerem. So zum Beispiel in einer Beschreibung aus der Zeit ums 4. Jahrhundert vor Christus. Dort heißt es, in Indien gibt es wilde Esel, die den Pferden gleich, nur größer sind. Der Leib ist weiß, der Kopf purpurrot, die Augen dunkelblau. Auf der Stirne haben sie ein Horn von der Länge einer Elle. Und natürlich wurde diesen wilden Eseln, oder besser gesagt ihren Hörnern, eine heilende Wirkung zugesprochen. Folgendes ist zu tun. Abgefeilte Teilchen desselben werden in einen Trank getan und sind ein Schutzmittel gegen tödliche Stoffe. Diejenigen nun, welche aus diesem Horne gefertigten Bechern trinken, werden weder von Krämpfen noch von der heiligen Krankheit befallen. Aber nicht nur seine Heilkräfte machten das Einhorn so wertvoll und besonders. Schon früh sagte man diesem Tier eine gewisse aphrodisierende Wirkung nach, was aufgrund des, sagen wir mal, phallischen Alleinstellungsmerkmals auch nicht besonders überraschend dürfte. Schon früh war das Einhorn also ein heilbringendes und aphrodisierendes Wesen. Keine so schlechten Eigenschaften, wie ich meine, und eine durchaus gute Ausgangslage. Nur
irgendwie muss man natürlich auch an dieses Tier herankommen. Also musste die Frage geklärt werden, wie das Einhorn am besten einzufangen ist. Dieser Herausforderung geht der sogenannte Physiologus, eine frühchristliche Naturlehre, nach. Und im Grunde genommen ist das auch ganz einfach, nämlich man legt ihm, dem Einhorn, eine reine Jungfrau, schön ausstaffiert, in den Weg. Und da springt das Tier in den Schoß bzw. an den Busen der Jungfrau. Und sie, die Jungfrau, hat Macht über es und es folget ihr und sie bringt es ins Schloss zum König. Kein Wunder, dass diese Kombi auch in der Kunst beliebt geworden ist. Die Jungfrau, die das Einhorn liebkost. Und für die christliche Theologie und Spiritualität war es doch nur ein gefundenes Fressen, die Jungfräulichkeit. Dass das Einhorn dann auch noch zum Symbol der Reinheit und eben von Jungfräulichkeit wurde, wen wundert's? Aber schade um die Erotik, die nun immer mehr in den Hintergrund gedrängt wurde. Die Entwicklung geht weiter. Der Bogen wurde weitergespannt. Aus der Jungfrau mit dem Einhorn wurden Darstellungen von der Menschwerdung Christi. Es gibt Verkündigungsszenen, in denen Jesus auf dem Rücken des Einhorns direkt auf Maria zureitet, gejagt vom Engel Gabriel, der wiederum von Jagdhunden begleitet wird. Eine Erklärung dafür liefert schon unsere bereits zitierte frühchristliche Naturlehre. Dies, das Einhorn, wird nun übertragen auf das Bildnis unseres Heilands. Denn es wurde auferweckt aus dem Hause David, das Horn unseres Vaters, und wurde uns zum Horn des Heils. Nicht vermochten die Engelsgewalten, ihn zu bewältigen, sondern er ging ein in den Leib der wahrhaftig und immer da jungfräulichen Maria. Und das Wort ward Fleisch und wohnet unter uns. So wurde das Einhorn schließlich zum Symbol für Jesus Christus. Die Neuzeit war dann aber keine gute Zeit für das Einhorn. Dem Siegeszug der modernen Naturwissenschaften fiel auch dieses Fabeltier immer mehr zum Opfer. Immerhin hatte es ja schon sehr lange niemand mehr zu Gesicht bekommen. Sollten Sie andere Erfahrungen gemacht haben, dann lassen Sie es uns und den Einhornwissenschaftlern dieser Welt gerne wissen. Hoffnung gibt es ja, denn schließlich hat man in Nordkorea ein Einhornnest gefunden. Lange war es still um das einhörnige Fabelwesen, aber im Jahre 1965 kehrte es zurück. Peter Beagle bot ihm in seinem Roman »Das letzte Einhorn« wieder eine große Bühne. Und seither geistert es als heilsames Krafttier durch die diversen esoterischen Angebote, ist auf T-Shirts zu sehen, reitet durch zahlreiche Kinderzimmer und hat mittlerweile auch die Würzburger Augustinerkirche erreicht. Heute und in den letzten Wochen und Monaten fast immer dann, wenn Regine die Impulse musikalisch mitgestaltet hat. Das Einhorn steht wieder für mehr, für das Reine und Sanfte, für das Unabhängige und Stolze und für das schlichtweg Kitschige. Es ist Symbol für die Sehnsucht nach glitzernder Harmonie und Leichtigkeit, vielleicht auch nach einer verlorenen Unschuld. Und es ist nicht zuletzt ein Wirtschaftsfaktor. Ich muss zugeben, das Phänomen Einhorn war mir bis heute eher fremd und dubios. Dass ich darin aber auch ein heilbringendes Tier mit aphrodisierender Wirkung sehen kann, das
durchaus seinen Platz und nicht nur in der christlichen Kunst hat, finde ich äußerst reizvoll. Und auch in einer Sehnsucht nach Unabhängigkeit, nach Harmonie und Leichtigkeit finde ich mich durchaus wieder. Und deshalb finde ich, dass wir dem Einhorn durchaus mehr Raum geben sollten. Yes.